Ach ja, Freunde, das Spiel kotzt mich immer mehr an. Nicht wegen der Storyline oder so, sondern einfach halt. Ich war gerade hier drin. Weil ich mir dachte, mal ein bisschen umgucken, vielleicht einen Hinweis finden und so. War einfach eine große, große Höhle, wo ich bisher noch nichts gefunden habe. So wie ich mich kenne, wird hier irgendwo etwas sein. Das Problem dabei war, wie ihr wisst, ja, wenn man halt ein Areal betritt, dann sperrt das Spiel irgendwie automatisch. Man kann nicht manuell speichern. Und plötzlich dachte sich das Spiel so, hey, Absturz, yay, das hat richtig Spaß gemacht. Wuhu. Naja, ist ein anderes Thema, von dem her, kann man hier irgendwie Ding holen. Wow. Oder eine ganz kurze Truhe holen, weil man dachte, so mit dem Ausfallschritt könnte das vielleicht klappen, weil ich einmal mit Kirby drin springen kann, aber nee. Wow. Ja, heute ist nochmal so ein Tag, vielleicht liegt es in der Hitze, kann natürlich auch sein. Und so ein Tag, wo eigentlich alles schief geht. Das ist der beste Tag, oder? Finde ich immer. So ein Tag, wo du irgendwie morgens aufstehst und so irgendwie. Ja, du denkst irgendwie noch nicht so viel, dass irgendein Tag scheiße ist, einfach halt so bestimmte Dinge. Ein bisschen scheiße findest und da plötzlich, oh, der Tag ist doch scheiße. So plötzlich out of nowhere quasi. Hä? Was ist los? Also, vielleicht mal mit Filia quatschen, weil da ziehen wir noch etwas. Vom Osten komme ich gerade. Der hat ernsthaft gesagt, im Osten wäre vielleicht etwas. Ich meine, klar, das ist von dem, wenn man so will, auch Osten, aber nicht das, was ich gerade irgendwie überlegt habe. Hä? Was ist los mit dem Spiel? Aber wir haben doch hier, oder haben wir hier nicht? Nee, hier haben wir keinen Teleportkristall. Da kannst du ja rein, müsste rein, wenn ich hier Hollow Area so drauf gehe. Restrict Training Gallery. Generell sind das ja alles irgendwie so seltsame Quests, sag ich jetzt mal. Eigentlich müssen wir hier runter, wa? Zum Drachennest. War denn das im Osten? Ja, hier sind wir ja im Osten. So, Floating Ruins, hier sind wir im Osten. To the East, von dem her. Moment, wir haben doch hier das Teil noch. Schwertskills, okay, aber da. Nee, nee, nee. Dort against powerful enemies, nee, da ist von dem her nichts. In der Art. Geht einfach nicht, die kommen irgendwie nicht rüber. Krass. Runterfahren wir so einer Klippe? Ja, da geht, aber ansonsten. Sehr, sehr creepy.
Okay, aber ansonsten hier ist eigentlich soweit alles klar, Freunde. Wir gehen einfach jetzt mal wieder nach unten. Und keine Sorge, für euch gibt es keine solche Fehl- oder Suchparts mehr. Dafür habe ich mich schon entschieden, dass ich halt wirklich jetzt ganz normal weit aufnehme. Und nur noch die interessanten Parts behalte. Also sprich, wenn es das wirklich eine Suchfolge sein sollte, wo am Schluss doch nichts dabei rauskommt, dann zack, wieder gelöscht und dann gehen wir dann noch richtig weiter. Hm. Ja, ist für euch schöner, ist für mich schöner. Sind wir alle zufrieden. So, jetzt sind wir entweder hier beim Podium. Im Süden wissen wir, geht es nicht weiter. Und deswegen versuche ich jetzt mal den Osten. Ganz sicher, Leute, Osten kann nicht so schlimm sein. Man fällt vielleicht schnell runter. Ja, das ist so etwas, was passieren kann. Ansonsten ist der Osten relativ cool. Vor allem, weil es der Westen ist. Ja, die Hitze setzt mir auch schon ziemlich zu. Hatte heute 35 Grad im Auto. Und das nicht nur, wo ich eingestiegen bin, sondern danach auch noch. Und da ist sowieso nicht mehr so eine brütende Hitze. Alles andere als lustig. Hier waren wir auch noch nicht. Da wird sowieso nichts sein. Ich kenne nur das Spiel. Die verarschen einen gerne, aber irgendwie was geben? Nö. Ja. Das Spiel, wa? Das ist mal ein Spiel. Das sieht mir irgendwie ansprechend aus. Vor allem, wir müssen ihm etwas von einem Drachen bringen. Und was wäre da besser, wenn wir so ein... Ja, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin längst dabei, Filia, aber danke für deinen Input. So. Natürlich mal... Schwertskill einsetzen, Filia. Nö, hier wird nicht gestunt. Vergiss es. So, was haben wir hier Schönes? Im ersten Blick nicht viel, genau mal die Drachen ein bisschen sammeln war. Kommt nur alle herbei. Jei. Kommt alle herbei. Wie groß ist der Scheißraum noch? Das weitergebe ich bald mal am Anfang. Ja, wir haben mal durchgelatscht. Schön. Und da kommt noch einer. Ernsthaft. Also, der hat Starburst-Streams noch lange durchgehalten. Nicht schlecht. Die Tür ist broken. Ja, ist einiges broken. Ernsthaft? Verpiss dich. Alter. Servus. Komm bloß nicht zu nahe. So.
Ah, hier geht's. Ja, super. Viel weiter kann man trotzdem nicht. Ernsthaft? Ach, du bist doch eine Nervensäge, hey. Soviel zum klassischen Wyvern, der gerade klassisch gekillt wurde. Dragon. Naja, also in der Wegbeschreibung, die ich hier habe, steht eigentlich etwas müssen zum westlichen Eingang hier. Ich glaube, ich bin irgendwie durch den Westen. Ah, durch den Westen bin ich reingekommen, okay. Ja, hier soll irgendein Boss sein. Ja, würde ich ja gerne, aber die Scheißdinger wollen mich nicht lassen. So, jetzt zufrieden. Hä? Hey, hier komme ich rein. Ja, schön, aber das ist nicht gerade. Nicht unbedingt das, was ich jetzt gesucht habe. Gibt's da nicht. Nein, hier geht's nicht rein. Beziehungsweise doch, da könnte es reingehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass aber gesagt. Oh Mann, Mann. Viele, was sagst du jetzt? Was hat das, Kirito? Sie steht neben dir! Alter, das meine ich eben auch wegen unpräziser Tastensteuerung. Ich stehe neben ihr, was. Und drück B, um sie anzuquatschen. Was macht Kirito? Er greift erstmal an. Weil er irgendwie Bock drauf hat. Kein Plan. Wir waren doch schon im Osten. Und da ist nochmal eine komplette Verarsche. Ja gut, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir sehen uns gleich wieder. So, Gott sei Dank kann man sagen, dass noch sagen wir, andere Anleitungen existieren, die zum Glück um einiges besser sind. Warum kann er keine Türen aufmachen, die kein anderes Areal öffnen? Er ist einfach nur ein Durchgang, fertig. Auch wenn wir da ein paar Gegner behindern. Das ist ein bisschen behindert. Also wären theoretisch hier soweit richtig. Was viel hier sagte, vom Osten, das gucken wir uns nochmal an. Und mich eventuell beim Spiel entschuldigen muss. Weil für mich ist es zwar einerseits Osten, andererseits aber auch nicht. So. Ja, okay. Also entschuldige mich halbwegs. Warum?
Filias Aussagen von wegen Freddy sowas im Osten vom Areal. Das ist ein bisschen seltsam. Also was brauchen wir? Das Item, was wir brauchen, damit es dort weitergeht, das finden wir auch, aber wir müssen dahin, wo wir schon mal waren. Hey, in der letzten Folge, wie schön. Ja, auch schon mal. Oh, das war der wieder. Also, ab in den Osten. Da sind sie hoch. Die Kosten. La 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 la. Lololo. Ich weine. Einmal geht's noch aufdringlicher. Ja, jetzt kommt er. Der kommt echt immer noch. Was für ein krasses Biest. So, wir müssen hier lang und dann gibt's hier. Sehen wir hier auch sehr schön. Eine Strecke, der wir folgen müssen. Ja, tut mir leid, wenn den ganzen. Was soll ich sagen? Für den ganz normalen Monster plus natürlich auch noch Items und so. Also, ich kann schon mal sagen, wer jetzt darauf hofft, dass er das Spiel weiterhin so gründlich durchspiele oder mehr oder weniger so gründlich durchspiele, was ich bisher gemacht habe, den muss ich leider enttäuschen. Tut mir leid, Leute, ich will es noch beenden. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, momentan ist die Lust darauf, oder vor allem die Neugierde, zu erfahren, wie es eben ausgeht mit allem Möglichen. Also mit der 1-Grad-Story plus eben natürlich auch Holo-Area. Momentan immer noch größer als der Frust über das Spiel. In vielerlei Hinsicht. Wir wissen ja, was das Spiel alles schon. Welche Vorzüge, welche Nachzüge, muss man so formulieren, das Spiel hat. Und das mit der Holo-Mission hier. Oder mit diesen quasi Holo-Missions, die einem aufgezwungen werden, ist auch einer von denen Dingen, wo ich sage, finde ich kacke. Leider. So. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, hierhin müssen wir. Warum? Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, ist mir ein Schleier. Nani? Ja, im Osten der Floating Area. Ja, gut. Gut, gut, gut. Wenn die Map stimmt, komme ich hier relativ schnell weiter. Oder auch nicht, weil die Gegner einfach nervig sind. Nee, sorry, war schon schneller. Stun the enemy Kirito, ich hab's gerade getan, ey. Alter. So. Hier kann man teleportieren. Warum? Ich habe keinen Plan, warum das hier geht. Aber es geht. Yay! Wir sind hier richtig, Freunde. Oder fast. Wir müssen eigentlich da oben durch. Ich wollte eigentlich nur die Gegner abschütteln. Und schon laufe ich wieder in eine Holo-Mission rein. Aber die Gegner gehen wieder, wa? Die haben keinen Bock drauf. Starke Gegner, weil... Ja, schon, aber wir sind ja... Ah, da geht. Geht sogar erschreckend gut. Heilige Scheiße. Er macht schon ein bisschen Damage, müssen wir ihm zugestehen. Oder Mission beendet, war? Ja, wenn die Typen hier reinkommen, fragen mich immer noch, wie das möglich ist.
Aber hey! Wer hinterfragt schon das Spiel, wa? Oh Mann! Wieso kann mich da einfach irgendwie durch? Switchen, sag ich jetzt mal. So, aber ist egal. Wie hier Level-Ups kriegt. So, wir sind fast da. Ja, hier hat es viele tun, ich glaube die meisten sind solche ja, Feinde halt. Und wie uns die alle antun wollen, weiß nicht. Vor allem, weil die auch gut Schaden machen, also. Ja. Dragon Orb, ist auch ein Schlüssel-Item. So, davon haben wir da irgendwie so ein Special Monster. Die sind alle irgendwie special, wa? Speziell stark zumindest. Ja, seht ihr, ist alles eine Falle. Gut, dann lassen wir das mal. Bye bye. Vielleicht kommen wir mal wieder. Vielleicht auch nicht. Geht's wieder raus. Ah, hier. Natürlich kann ich teleporten, ist klar. Die Frage natürlich auch, wo sollte ich mich überhaupt teleporten, war, weil das andere Ding ist ja nicht unbedingt, ihr wisst schon. Wo wir hin müssen, hat sie nicht unbedingt. Sag mal, darf ich bitte mal durch? Hat sie nicht unbedingt. Naja. Ein Teleportstein, der uns empfangen könnte. Ansonsten, ja, jetzt müssen wir wieder lange latschen. Tut mir leid dafür. Weil ich es theoretisch auch gut schneiden könnte. Jo, mach ich. Bis gleich, Leute. Und da sind wir auch wieder, Leute. Ja, so schnell kann es gehen, war, obwohl da sind wir jetzt gleich. Ja, aber ja, klar. War ja klar, dass mir noch passieren muss. Vielleicht sollte künftig auch gleich alle Gegner hier offscreen gleich mal direkt blau machen. Die uns im Weg behindern könnten. Ich muss jetzt sagen, die neue Anlage, die ich hier gefunden habe. Neue Anleitung, die ist sehr, sehr schön. Es zeigt mir einfach, im Prinzip, sie beschreibt mir nicht, wo ich durchlatschen muss. Deswegen kann ich auch nicht gespoilert werden. Ist einfach eine Karte, wo irgendwie ja, die Räume abgebildet sind, die es so gibt, welche miteinander connected sind. Von dem her sehr, sehr praktisch, wie ich finde. So, ganz bitte mal der klassische Wühlwand drauf gehen. So, Zeit für den Boss. Oder fast zumindest. Jetzt haben wir nochmal den gleichen Raum. Den gleichen Gegner. Ach du, ja, die Entwickler waren hier ja sehr, sehr. Ihr wisst schon. Sehr, sehr halt. Oh, lass mich noch in Ruhe, ey. So, vorbei. Servus. Oh, der hat nicht gerade wenig drauf. Ich
Gibito, Starburst-Stream! Jo, wir sind reingehauen! So will ich sehen, Kirito! Hat uns gerade gestreichelt? Hm? Hat es bekommen? Proof of Dragon! Sehr schön! Blessing of the Dragon, ja, ja, Genau, Freunde, das müsste es sein, hoffe zumindest. Ansonsten scheint es hier nicht mehr viel zu gehen, also das Kibito gerade wieder verblutet. Ne, ist wieder weg, der Effekt. Sehr gut, sehr gut. Jo, was war sonst zu sagen, war? Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier ein bisschen Rambazamba. Weil hier wird es sowieso nicht mehr viel geben. Das heißt, ich nutze einfach mal einen Teleportkristall, weil ich so frei bin und auch ein paar davon habe. Zack, Teleport-Crystal zurück ins Administration Area und dann von da aus direkt, ihr wisst schon wohin, dann seid für den zweiten Arealboss, wa? Ja, mit der Geschwindigkeit, doch, da können wir es werden. Mal schauen, bis zum nächsten Mal und bye bye!